Es trug sich zu vor langer Zeit im Schloss zu Pfarrhausen, Anno Domini 1625, dass ein strenger Gesetzeshüter, auch Büttel genannt, seinen täglichen Rundgang machte. Eine junge Bauersmagd kommt am Schlossgefängnis vorbei und hört ein Jammern und Klagen aus den Mauern. Hilfe, Hilfe, hol mich raus, Hilfe, Kuckuck. Hol mich raus. Wie gut, dass eine Bauersmagd immer Kerze und Schwefelhölzchen bei sich trägt. Doch hierfür gab es keine hundertprozentige Funktionsgarantie. Doch schon damals war der Fortschritt nicht aufzuhalten und die moderne Technik versteckte sich fast unter jedem Rock. Hol mich raus, bitte hilf mir. Schnell eilte die Bauersmagd davon, um einen Plan zu schmieden, wie sie dem Gefangenen helfen könnte. Da kam ihr die zündende Idee. So könnte es gehen. Eine Feile, ein Seil und eine Säge müssen her. Was liegt einer Bauersmagd näher, als ein Brot zu backen? Voller Freude über die Idee begann sie, Brotteig herzustellen, um die Befreiungsutensilien darin zu verstecken. Doch dieser Akt blieb nicht ganz unbeobachtet. Der neugierige, aber auch schreckhafte Till hat seine Augen überall. Gut, dass das Backhäusle ganz in der Nähe ist und sie eilte sofort dorthin, um das präparierte Brot zu backen. Beim Brotbacken sollte jedoch darauf geachtet werden, seinen Allerwertesten nicht in allzu heiße Regionen zu strecken. Unter Umständen könnten dort sehr schmerzhafte Brandblasen entstehen. Freudig und erregt eilte sie zum Schloss, wo der gestrenge Büttel ihr Einhalt gebot. Halt! Selbst aufreizende Gesten halten ihn nicht davon ab, jeden Besucher pflichtbewusst zu kontrollieren. Halt nur drin.
Ja, sieht ganz gut aus. Okay. Darf ich rein? Da ist er. Guck, guck, ich hab dir was mitgebracht. Pass auf. Guck in das Brot rein, guck in das Brot rein. Mein Liebster, wir treffen uns bei der Linde. Ich befreie dich. Danke, mach's gut. Mein Schatz. Oh! Aua! Oh! Puh! 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 Oh, meine Zähne! Au! Puh! 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 Was ist denn da drin? Was ist denn das? Sag mal, da ist ja was drin. Da ist was Hartes. Was ist denn das? Ich hätte euch noch mal was. Was hat denn da noch? Ja, eine Feile. Oh, und ich verwischt mich da ein bisschen nicht. Oh, da kommt einer. Nach erfolgreicher Mission begab sie sich sogleich zum vereinbarten Treffpunkt und wartete gedankenversunken und mit schmerzhaften, von Brandblasen bestücktem Hinterteil auf ihren Neuzugang. Mensch. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon âme. Mensch, wo bleibt er denn bloß? Ah, ah, da bist mein Schatz. Endlich vereint nahmen die frisch Verliebten unter der Linde Platz. Und schon nach dem zweiten Kuss fand eine ernüchternde Verwandlung statt. Wie siehst du aus? Wie sehe ich aus? Ich bin noch nett und adrett. Yusuf, die helfe gleich. Und so war das Brotläuble geboren.